Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, genau vor einer Stunde, ich nehme das Video jetzt hier um 19 Uhr auf, genau vor einer Stunde ist das neue Formel 1 Auto in den Rocket League Item Shop gekommen. Ich sage euch ehrlich, ich bin nicht ganz so überzeugt und genau deswegen mache ich jetzt das Video, dass vielleicht ein paar von euch vielleicht nochmal ihre Meinung ändern, wenn sie sich das kaufen wollen. Und deswegen ist es umso wichtiger, Leute, jeder einzelne von euch, der jetzt hier gerade dieses Video schaut. Ich will, dass jeder Einzelne, ob es ihr alleine, genau du oder eure ganze Familie, das Video gerade zusammenschaut, schreibt unbedingt eure Meinung zu dem Auto, also zu dem Preis allgemein, zu wie ihr das findet, wie das fährt, alles. Schreibt alles rein. Ich werde auch ein paar Punkte hier im Video nennen, die ich kritisiere, die ich gut finde. Schreibt alles unbedingt in die Kommentare rein. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und mich supporten wollt, aktiviert super gerne auch die Glocke. Lasst super gerne auch ein Abo da und aktiviert... aktiviert den Like-Button, scheiß drauf. Aber teilt das Video auch mit euren Freunden. Teilt es mit allen, die vielleicht überlegen, sich ein Formel 1 Auto zu holen. Leute, wirklich, überlegt euch das zweimal, ich sag's euch ganz ehrlich, aber alles andere erfahrt ihr im Video. Das Video geht eh schon lang genug, deswegen will ich jetzt hier nicht lange drum rumschnacken. Viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich. Jungs, wir sind instant. Ich glaube, wir sind die Ersten, die drin sind. Auf der ganzen Welt, Chat. Zack, Rocket League startet, Chat, Rocket League startet. Rocket League startet, rein in die Olga-Chat. Rocket League ist da. Rocket League ist da. Rocket League ist da. Bam. Item Shop. Da ist er. Formel 1. Erstmal ganz wichtig, Jungs, gönnt euch alle. Erstmal überprüfen, ob ihr den Creator Code Clash YT drin habt. Wenn ihr ihn drin habt, Leute, gönnt euch erstmal auf Ehre. Hier das kostenlose Item. Holy shit, da ist es. Oh, sieht das geil aus. Ich werde es auch direkt erstmal anlegen. Oh, sieht das geil aus. Und jetzt. Oh, da ist er. Da ist er, Chat. Da ist er. Da ist er. Alle Hashtag Hype in den Chat. 2000 Credits. 2000 Credits. Unterstützung ist drin, Clash YT, let's go. Fanpack kaufen. 2000 Credits. Oh, es tut weh, Digga. 2000 Credits sind scheiße viel Credits. Wir schauen uns hier nochmal an. Also es gibt wirklich nur die einen Räder. Stell dir mal, Rocket League uns alle geprankt und es werden trotzdem alle Räder gekommen. Oh, die, oh, ich will unbedingt rein. Rein. Oh mein Gott, da ist es, Chat. Da ist es, Jungs. 2000 Credits dafür ausgegeben. Oh, das waren 20 Euro gerade verbrannt. Aua. Leute, deswegen, Leute. Was habe ich da auf dem Discord gesehen? Nichts. Leute, umso wichtiger. Lasst super gerne an alle ein Abo da, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt. Wir machen direkt ein neues Preset. Zack. Und wählen da direkt hier aus. Wo ist er? Ey, wo bist du, Bruder? Wo ist er? Formel 1. ABC. Digga, der muss hier ist er. Oh mein Gott, ist auch wieder episch. War klar. Okay, wir nehmen. Wir nehmen mal Ferrari-Chat. Oh, ich hab's. Okay, Lackierung können wir nicht ändern. Reifen können wir nicht ändern. Boost. Welcher Boost passt am besten? Oh, nehmen wir einfach mal Silberspur. Hüte können wir auch keine auswählen. Antennen können wir auch keine auswählen. Welche Toranimation passt am besten so rot? Nehmen wir mal gelbes Drachenduell. Das passt eigentlich ganz geil. Oh, Jungs, da ist er. Der fucking Ferrari. Leute, lasst alle super gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Das würde mich super, super doll unterstützen. Oh, wir schauen uns nochmal ganz kurz alle Lackierungen an. Hier ist nochmal unlackiert. Auch cool, aber feiere ich nicht so. Ich feiere es halt hier. Das matcht perfekt mit den Reifen, die Lackierung. Okay, Alfa Romeo, auch cool. Passt aber nur okay zu den Reifen. Auf jeden Fall besser als Alfa Tauri, obwohl das schwarz-weiß auch ganz chillig ist. Alpine ist auch okay. Aston Martin feiere ich ja die Farbe. No joke, Farbe in-game sieht sehr, sehr sick aus. Ich hatte Angst, dass die Farbe in-game nicht so geil ist, weil sie auf dem Bild nicht so cool ausgesehen haben. Aber in-game sieht die Farbe, also dieses Grün hier, feiere ich übertrieben. Ferrari sowieso meiner Meinung nach das Beste. Haas jetzt hier schön in Weiß, weiß ich nicht. Haas weiß ich nicht, werden wenig spielen meiner Meinung nach. McLaren auch cool. Ich feiere die Kombination hier und hier mit dem leichten Stripes, die noch so nach außen gehen. Kannst du Haas-Auto nehmen? Chat, schreibt gerne rein, welches Auto ich jetzt nehmen soll. Wir werden jetzt gleich eine Runde zocken, direkt mit dem Auto. Schreibt rein, welches Auto, also welche Lackierung ich dafür nehmen soll. Okay, jetzt haben wir hier noch Red Bull. Sie feiern, ist Red Bull fett. Red Bull sehr, sehr fett. Mercedes. Jungs, was die meisten jetzt reinschreiben, nehmen wir direkt und probieren direkt aus. Super gerne, Leute. Vergesst nicht, wenn ihr euch das kauft, Creator Code Clash Dogs einzugeben. Es ist wirklich wichtig. Leute, wir können Autos wählen. Was schreiben die meisten rein? Aston Martin, Mercedes, Haas, nach Red Bull. Alpine, Ferrari, please, Red Bull, Haas. Oh, Jungs, holy shit. Okay, ich glaube, die meisten haben Red Bull reingeschrieben, Chat. Wir können danach noch mehr ausprobieren. Alpes, ich kann jetzt nicht in Discord call, bist du lost, Junge.
Ich kann jetzt. Jungs, wir werden direkt reingehen. Wir werden direkt reingehen mit dem neuen Auto. Wir werden es direkt ausprobieren. Wie wird sich spielen? Wie wird sich spielen? Ich bin so gespannt, Alter. Die meisten haben, glaube ich, Red Bull reingeschrieben. Stimmt. Sehr, sehr geil. Oh, Alter, es sieht so klein aus. Holy shit, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Warum ist es so klein? Oh mein Gott, wie viel. Alter, wie spielt sich das? Digga, wie das flippt. Guckt euch an, wie das flippt. Es ist flacher. Ich schwöre, es ist noch flacher als das Batmobil. Es ist noch flacher als das Batmobil. Holy shit, das ist gefühlt 1 mm hoch. Es ist wirklich gefühlt 1 mm hoch einfach. Was ist mit diesem Auto? Es ist mega klein und mega flach. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, Chat. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Hier, guck mal, wir schauen uns das an. Oh, von unten weiß ich nicht. Okay, es sieht aber besser von unten aus als im Trailer, muss man dazu sagen. Okay, drücken wir mal ganz kurz ein Tor damit. Jetzt hier das erste Gameplay offiziell. Oh, geil. Okay, jetzt können wir uns nochmal von allen Seiten anschauen. Oh, es ist so geil detailreich. Es ist so geil detailreich, muss man leider sagen. Oh, es ist schon cool. Aber es ist mega klein. Es ist wirklich ein mega kleines Auto. Es ist gefühlt so groß wie ein Octane, aber halt nur 1 mm groß, dick. Hat einfach die Länge. Und irgendwie flippt das komisch, Chat. Ich weiß nicht, ob ich so überzeugt bin. Was meint ihr bis jetzt? Was ist euer erster Eindruck? 1 bis 10, schreibt gerne rein. Oh, guck mal, wie flach das ist, Chat. Jetzt sieht man das erst so richtig, wenn es so nach unten gedingst ist. Holy shit, ist es flach. Digga, das ist wirklich 1 mm dick gefühlt. Holy shit, ist es flach. Alter. Alter, das ist komisch. Ich weiß ja nicht, ob der Frontflügel mit als Auto zählt. Nee, guck mal, der Frontflügel zählt nicht mit als Auto. Wenn du den Ball mit dem Frontflügel nur berührst, dann nimmt er das nicht als Touch. Der Ball geht einfach durch den Frontflügel durch. Ich weiß nicht, man hat es gerade, glaube ich, leicht gesehen. Weiß ich nicht, Jungs. Ihr hört den Soundchat, ne? Also ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch hört bei dem Sound. Hört den Sound. Und jetzt, ich mache Rocket League auf maximale Lautstärke. Alles maximale Lautstärke. Das ist jetzt das Maximum, Jungs. Es geht gar nicht lauter. Der Sound ist ja wirklich, ein Armutszeugnis, Alter. Was ist das denn? Das können die mir doch nicht erzählen. Was ist das denn für ein Sound, Alter? Was ist das denn für ein Sound? Willst du mich verarschen? Dafür habe ich gerade 20 Euro ausgegeben, Chat. Wollt ihr mich verarschen, Alter? For real? 20 Euro dafür? Weiß ich nicht, Jungs. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Jungs. 20 Euro? Guck mal, jetzt schreibt hier sogar Till. Ich bin eigentlich ein riesen F1-Fan, aber das F1-Paket in der ist echt enttäuschend und viel zu teuer. Das ist maximale Lautstärke, Chat, gerade. Maximale. Es geht nicht lauter. Maximal. Es geht nicht lauter. Das ist das Maximale aus dem Sound. Beim Lambo, ihr wisst, was da für ein Startsound kommt. Hört jetzt ganz genau hin, was für ein Startsound beim Lambo kommt. Was lag ich beim Lambo? Hört jetzt ganz genau hin, was beim Formel 1 Auto für ein Startsound kommt, wenn der Motor angeht. Ach ja, gar keiner. Hören wir uns das nochmal ganz kurz in Real Life an, wie es in Real Life wäre. Ich meine, es ist ja nicht so, Chat, können wir bitte alle ganz kurz dickes F an Rocket League raushauen. Es ist ja nicht so, dass Rocket League keine geilen Sounds in die Rocket League Autos reinhauen kann. Aber jetzt hört euch einfach nur den Lambo Sound an. Und dann vergleicht den einfach mal mit dem Dings Sound. Hört euch diesen Sound an. Übel geil. Übel geil. Und jetzt pass auf. Wenn der den Motor startet, seid bereit, seid leise jetzt.
übel, übel geil. Holy shit. Übel nice gemacht. Aber was machen die denn mit dem Formel-1-Auto? Das Formel-1-Auto musste den dreifachen Sound von dem Lambo haben. Aber es hat einfach nicht mal ein Drittel von dem Sound von dem Lambo. Nochmal ganz leise sein. Wie? Das könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Das hört sich todessick an. Übel geil. By the way, allgemein vom Lambo bin ich sehr, sehr überzeugt, Leute. Vom Lambo bin ich sehr, sehr... Okay, ihr habt alle den Lambo-Sound in Erinnerung, Chat, ne? Ihr habt alle den Lambo-Sound in Erinnerung. Passt auf. Oh, es ist peinlich, Digga. Ist es peinlich, das ist ein Armutszeugnis, was Epic Games da gemacht hat. Okay, jetzt nochmal der Startsound. Hört ihr irgendwas, Chat? Hört ihr irgendwas? Fahre ich gerade ein Elektroauto oder fahre ich einen Formel 1 Wagen, Chat? Fahre ich ein Elektroauto oder fahre ich einen Formel 1 Wagen? Kann mich irgendjemand sagen? Ich bin mir gerade echt unsicher. Ist es ein Elektroauto oder ein Formel 1 Wagen, Chat? Es hört sich for real so an, als würde ich, wie als wenn ich mit 5 mit meinem ferngesteuerten Auto, was 20 Euro bei Kick gekostet hat, rumfahren würde. Oder ich glaube sogar, das hatte noch mehr Sound. Ich glaube, mein ferngesteuertes Auto hatte mehr Sound als dieses Formel 1 Auto. Und das, Chat, das ist nicht irgendein Auto, was keinen Sound hat. Ich glaube, wir gehen nochmal rüber. Wir gucken uns das nochmal in Real Life an. Ich bin jetzt hier, Formel 1 2021, genau das gleiche Auto in Real Life. Seid ihr bereit? Genau das gleiche Auto. Das ist 100... Und ich könnte mir vorstellen, da haben die Lautstärke noch runtergepitcht, weil es sonst zu laut wäre. Weiß ich nicht, Chat. Jungs, ich sage euch ehrlich, 2000 Credits müsst ihr selber wissen. Müsst ihr selber wissen. Müsst ihr selber wissen. Müsst ihr selber wissen, ob euch das Auto 2000 Credits wert ist. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr keine 2000 Credits habt, würde ich es euch auf gar keinen Fall kaufen. Also ich würde gar keinen Fall dafür Geld ausgeben und es euch kaufen. Ich würde es mir sogar fast nicht mal kaufen, wenn ich 2000 Credits hätte. Es kann sein, dass es in-game, ich bin ja kein E-Sportler, Jungs, es kann sein, dass es in-game ganz gut ist. Aber jetzt mal no joke, für 2000 Credits, das sind 20 Euro, stellt euch vor, irgendein fünfjähriger Kevin geht jetzt zu seiner Mama und sagt, ey Mama, ich liebe Formel 1, darf ich mir für 20 Euro dieses Auto kaufen? Und dann kriegt er am Ende das dafür? Mit diesem Sound? Das ist 1 Millimeter dick? Ich meine, man hätte so viel mehr Potenzial. Ja, oder 16 Euro, aber man rechnet ja immer, ein Credit sind 1 Cent chillig. So, deswegen sind es 20 Euro, aber es sind eigentlich 16 Euro. Ja, ihr wisst aber, was ich meine, Chat. Ihr wisst, was ich meine. Nein, Jungs, ihr müsst euch vorstellen, das kostet halt 16 Euro, Jungs. Meinetwegen 16 Euro. Und dann kriegt ihr sowas? Ich meine, man hätte so viel mehr Potenzial aus dem Auto rausholen können. Man hätte jetzt hier anstelle von den Reifen, es ist ja in normalen Formel 1 auch nicht so, dass es nur ein Auto, nur einen Reifen gibt. Es gibt die in Gelb normalerweise. Es gibt die in, glaube ich, in wie vielen verschiedenen Farben gibt es die Reifen? Das ist halt für die jeweilige Stärke. Also super soft oder super soft, es gibt eigentlich nicht. Soft, medium, hart, was auch immer. Intermediates, Regenreifen. Hätte man die ganzen Reifen hier mit reingemacht, Chat. Hätte man die ganzen Reifen hier mit reingemacht, es wäre todes geil gewesen. Man hätte mehr Kombination rausballern können. So gibt es jetzt zum Beispiel zu dem Auto, die Reifen passen. Man kann zum Beispiel einfach jetzt... Was kann man zum Beispiel quasi gar nicht zocken? Jetzt hier zum Beispiel Haas. Passten die Reifen null. Dafür Ferrari passen sie 100%. Deswegen passen sie überhaupt nicht.
Jetzt hier zum Beispiel zum Mercedes passen sie leider auch nicht. Deswegen werden wahrscheinlich nicht so viele Mercedes zocken. Auch wenn Mercedes von Dingen ein super geiles Auto ist, aber die Reifen passen leider nicht dazu. Und das, klar, das hat jetzt nichts mit dem echten Formel 1 zu tun. Da nimmt man die Autos, die Reifen nicht danach, wie die Autos aussehen. Aber in Rocket League macht es ja keinen Unterschied, ob man jetzt mit Softs, Hards, Mediums oder so spielt. Die fahren ja alle gleich schnell. Das macht ja keinen Unterschied und die halten ja auch alle gleich lange. Deswegen würde ich es übertrieben feiern. Ich würde es übertrieben feiern, wenn man einfach alle Reifen nehmen würde, die auch in der richtigen Formel 1 drin sind. Und ich verstehe es nicht, warum man das nicht gemacht hat. Klar, die ganzen Dinger sind ganz geil. Die ganzen Lackierungen sind cool. Aber man kann sie nicht geil kombinieren, weil man kann auch nur dieses eine Rad auswählen. Das nervt mich ein bisschen, Chat. Das nervt mich ein bisschen. Und das einzig Geile natürlich, positiv muss man sagen, also wir wollen jetzt hier nicht nur negativ, wir wollen das Auto jetzt nicht komplett haten. Positiv muss man sagen, es ist extrem detailreich gemacht, ne? Es ist übel, übel detailreich. Mit dem Carbon hier vorne sieht man ein bisschen. An den Streben hier, die zu dem Auto, da sieht man sehr, sehr schön, dass es alles aus Carbon-mäßig ist. Wir haben jetzt auch nicht hier die perfekte Lackierung. Ich nehme mal zum Beispiel Red Bull, finde ich sehr, sehr geil als Lackierung. Jetzt hier mal Red Bull. Das sieht alles schon sehr cool aus. Also vom Aussehen her würde ich dem Ding auf jeden Fall eine 10 geben. Und alle Formel 1-Fans werden hier sehr, sehr, denen wird das Herz sehr, sehr doll aufgehen. Aber so enttäuschend viele leichte Sachen, die eigentlich zu verbessern sind, die hier überhaupt nicht berücksichtigt werden, verstehe ich leider nicht. Also da, und das, ich meine, wenn das jetzt 1000 Credits kosten würde, könnte man das verstehen, aber es kostet 2000 Credits, Alter. 2000 Credits. Und dafür bekommst du dann ein Auto mit 10 Lackierungen, die alle zwar ganz geil sind, aber auch nicht unbedingt alle perfekt zu den Reifen passen, weil es die Reifen halt nur in einer Ausführung gibt. Würde es die Reifen wirklich in allen Ausführungen geben, würde ich euch sagen, 2000 Credits verdient. Ist okay, kann man machen. Nimmt man mit. Aber so. Jetzt muss man halt abwarten, wie sich das spielen lässt. Wenn sich das jetzt auch noch scheiße spielen lässt in Game, dann ist schwierig, Jungs. Ich sag's euch ehrlich, dann ist es sehr, sehr schwierig. Dann ist es sehr, sehr schwierig. Dann weiß ich nicht, ob ich euch das empfehlen würde. Muss halt jeder für sich selber wissen wahrscheinlich. Ich glaube, wenn er mit Dominos klarkommt, allgemein, wenn er mit Dominos klarkommt, kommt er auch mit dem Formel 1-Wagen klar, weil das hat die gleiche Hitbox. Es wird sich eh nicht spielen. Ich finde, das wirkt sehr, sehr klein zum Flippen, sehr, sehr komisch. Aber bei mir geht das Auto rein, for real. Also ich habe das gerade alles auf maximaler Lautstärke und das ballert überhaupt nicht. Wenn ich mir dagegen den Lambo anhöre, ist es ein Unterschied zwischen Tag und Nacht wirklich. Ist wirklich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und das kostet halt 2000 Credits, Digga. Ich dachte wirklich, der Preis wäre im Gegensatz zum Lambo sogar noch besser, aber ich sage euch ehrlich, das ist mit am unverdientesten die 2000 Credits. Ich habe hier sogar Leute im Chat, die sagen, dass sie Formel 1-Fans sind, aber einfach nur enttäuscht sind von dem Auto. Und ich weiß nicht, ob das Ziel von Rocket League sein sollte, dass sogar die Leute, die Formel 1 feiern, was quasi die Zielgruppe von dem Auto war, enttäuscht sind. Weiß ich nicht, Jungs, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber sonst muss man sagen, also es könnte sein, dass es sich ganz gut spielen lässt. Ich habe jetzt gespielt, das hat sich jetzt nicht super schlecht angefühlt. Es war jetzt nicht kompletter Müll, so. Es gibt deutlich schlechtere Autos, so, die man spielen kann. Aber es gibt natürlich auch deutlich bessere. Zum Beispiel meiner Meinung nach, ich bin halt ein absoluter Octane-Hitbox-Spieler. Also so wie jetzt ein Octane, der super wendig ist, ein Fennec, der super wendig ist, wo alles super genau ankommt. Wäre ein Dominos-Spieler, das könnte es ganz gut ankommen. Weiß ich nicht. Für mich keine Kaufempfehlung. Müsst ihr aber für euch selber entscheiden. Wenn ihr Formel 1-Fans seid und euch sagt, yo, ich brauche das für meine Sammlung, ich habe genug Credits, ich habe mir die ertradet, hab Bock da drauf, dann macht es super gerne. Vergesst auch gar keinen Fall, den Creator Code Clash Ops YT einzutragen. Ganz wichtig, Leute. Jeder, der den einträgt hier im Item Shop und sich damit entweder das Formel 1 Pack oder die TW Zombas gönnt und davon mir ein Video auf Insta zukommen lässt, also mir ein Video schickt, wie er auf Insta filmt, wie er meinen Creator Code eingetragen hat und dann, wie er sich zum Beispiel Zombas oder das Formel 1 Pack kauft, hat die Chance auf einen Fennec for free mitzunehmen, auf ganz entspannt. Aber was ihr auf jeden Fall machen müsst, den finde ich persönlich geil, das finde ich cool. Rocket League, Respekt raus oder Epic Games. Der Formel 1-Baller ist gratis, finde ich geil. Feier ich. Feier ich, sieht nice aus. Perfekt. Easy, easy, easy. Sieht übel nice aus. Also gönnt euch den auf jeden Fall. Wenn ihr euch das noch nicht gemacht habt, gönnt euch den auf jeden Fall. Und yo. Sonst schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao. Hi, ich bin Larry. Ich liebe Dixie so hart. Dixie! Auto hat ein Bad, aber hänge rum mit Glas. Was? Hä?
Häng nur rum mit Stars, denn ich bin Larry. Sieh du wie ich rippe, gib mein Fick auf meine Lippe, denn Dixie ist nur meine.